Die Beprobung von Wildschweinkadavern wird durch die Veterinärbehörde veranlasst und von Amtstierärztinnen und Amtstierärzten durchgeführt, um das Risiko der Umgebungskontamination mit dem virushältigen Blut gering zu halten. Dürfen die Körperhöhlen nicht eröffnet werden. Für die Diagnostik sind bluthältige Tupferproben nötig. Bei erlegten Tieren kann die Probe im Schusskanal genommen werden. Geeignete Probenahmesets werden von der AGES bereitgestellt. Bei tot aufgefundenen Tieren wird die Tupferprobe nach Abplatten der Vorderextremität aus der Vena axillaris entnommen. Weiters können Proben im Bereich des Ohrgrundes nach Absetzen der Ohren entnommen werden. Die Proben sind an die AGES zu senden. Nach der Probenahme müssen Kadaver und Schutzkleidung seuchensicher entsorgt werden.